Hallo Herr Jakobs, Sie wissen wohl bestimmt schon, weshalb Sie hier sind. Sie werden wegen versuchten Mordes angeklagt. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Herr Jakobs, ich habe von meinen Kollegen einen kleinen Lebenslauf von Ihnen erhalten. Dieser klingt mir jedoch etwas suspekt. Hier steht, dass Sie am 5. Juli 2012 entstanden sind und wir haben keine Informationen über Ihre Eltern erhalten. Sie haben Ihren Bachelor in Elektrotechnik an der Uni Berlin abgeschlossen und machen jetzt ein Praktikum in einer großen Firma namens Siemens. In diesem Praktikum sind Sie unter anderem für die Verpflegung der Mitarbeiter zuständig. Sind die aufgeführten Punkte alle richtig? Herr Jakobs, Sie können noch mit mir reden. Wenn Sie es nicht tun, werde ich andere Wege finden. Die Ärzte haben einen überhöhten Koffeinspiegel in dem Blut des Geschädigten feststellen können. Herr Spitzmann wäre fast gestorben. Sie waren das. Sie haben den Kaffee Herrn Spitzmann gegeben. Nur Sie können das Mittel runtergemischt haben. Okay, Sie wollen es also auf die Ratetour. Vielleicht fällt Ihnen dann etwas ein und Sie reden endlich. Am 12. März 2013 um 10:30 ist Herr Spitzmann in seine Frühstückspause gegangen. Augenzeugen erzählen, dass Sie Herrn Spitzmann den Kaffee gegeben haben. 5 Minuten später ist Herr Spitzmann auf dem Weg in sein Büro umgekippt und in ein Koma verfallen. Jetzt erzählen Sie mir nicht, dass Sie es nicht waren! Herr Jakobs, reden Sie mit mir! Wenn Sie nicht bald Ihre Zähne auseinander bekommen, werde ich Sie in Untersuchungshaft stecken. Das haben wir am Tatort gefunden. In großer Dosis wirkt dieses Mittel tödlich auf den Menschen. Wollen Sie mich verarschen? Herrn Bernd, der Hauptkommissar einer der erfolgreichsten Kriminalämter. Jetzt reden Sie endlich! Was sagen Sie hierzu? Das sind auch Sie auf den Bildern. Da sieht auch ein Blinder im Rollstuhl. Das können Sie ja wohl nicht mehr abstreiten jetzt. Sie waren das! Jetzt sagen Sie es endlich! Ja, Herr Jakobs, ich wollte Sie davor bewahren. Aber Sie wollten ja nicht auf mich hören. Führt ihn ab! Jetzt wirklich? Abführen! Okay. Wird's bald? Wo ist mein Kaffee?